Das ist heute aus dem Chaitanya Charitamrita. Ein paar Verse, ich lese die erst in Deutsch und dann in Englisch. Wahnsinn. From Chaitanya Charitamrita. Yes. First I read in German, then English. Shri Chaitanya Mahaprabhu sprach abermals mit liebevollen Worten zu Mukunda: Deine Pflicht ist es, sowohl materiellen als auch spirituellen Reichtum zu verdienen. Kann ich in Bangla also? Bangla? Okay. Yes. Mukunderikahi Puna Madura Vachana Tomare Kanya Damne Dana Uparjana. Das war der Vers. Also Shri Chaitanya Mahaprabhu sprach abermals mit liebevollen Worten zu Mukunda: Deine Pflicht ist es, sowohl materiellen als auch spirituellen Reichtum zu verdienen. Raghunandan dera karya krishnira sevana krishna seva vina inhara anya nahimana. Ferner ist es die Pflicht Raghunandanas, sich immer an Shri Krishnas Dienst, immer in Shri Krishnas Dienst zu beschäftigen. Er hat kein anderes Ziel als den Dienst Shri Krishnas. Narahari Rahu Amara Bhakta Ganasane Eitina Karya Sada Karahatina Jane. Und dann befahl Shri Chaitanya Mahaprabhu Narahari: Ich möchte, dass du hier bei meinen Geweihten bleibst. Auf diese Weise solltet ihr drei immer diese drei Pflichten im Dienste des Herrn ausführen. Und jetzt Englisch. Und now English. Shri Chaitanya Mahaprabhu again spoke to Mukunda with sweet words. Yes, your duty is to earn both material and spiritual wealth. Furthermore, it is the duty of Raghunandana to always engage in Lord Krishna's service. He has no other intention but the service of Lord Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Narahari... One by one. Okay. Please, slowly. Read again. The first. Three verses in the first. Shri Chaitanya Mahaprabhu again spoke to Mukunda with sweet words. Your duty is to earn both material and spiritual wealth. Why? Because Mukunda is free. He was not free because he is in Grihastashram. Warum ist das so? Mukunda, der ist frei, der ist befreit, aber er lebte im Grihastha-Ashram. He is in family life. He has responsibility of material world also. Der war im Grihastha-Ashram und der hatte halt auch Verantwortlichkeiten in seinem materiellen Leben. So if I want to go in a spiritual world, so wenn ich in die spirituelle Welt gehen möchte, if I am not balanced with my senses, body and mind, wenn ich nicht in Balance lebe mit meinem Körper, mit meinem Sinn, dem Verstand, they will become blockers to enter there. Block. Ja, dann werde ich in Blockaden erleben. So we have to. Grihastha Ashram is important. Why we go to Grihastha Ashram? So der Grihastha Ashram ist sehr wichtig. Warum leben wir darin? We have senses. Wir haben Sinne. And senses requirements are there. Und Sinne haben halt auch ihre Forderungen. If the requirement is 24 hours in the mind, then we have no time. So, und wenn deren Anforderungen wir 24 Stunden im Verstand tragen, dann haben wir überhaupt keine Zeit. So it's better to be in the family life and become free and more time in that to fix to do in service. So, das ist nun besser, ein Familienleben zu leben, um also diese Balance zu finden, um uns dann später halt auch festmachen zu können im spirituellen Dienst. Like if you have kitchen in your flat, you cook and eat. Wenn du eine Küche hast zu Hause und du kochst dort und du isst. And if you have no kitchen, you have no arrangement for eating in the
home, you go to the restaurant morning and evening to eat. So, und wenn du die Küche halt nicht zu Hause hast, dann bleibt dir nichts weiter übrig, als ins Restaurant zu gehen, morgens, mittags, abends. Or you fix to one restaurant to go and eat. But you have to do something to eat. So, also wie du das auch machst, auch wenn du nun ein Restaurant auswählst für dich, aber irgendwas musst du unternehmen, weil du musst essen. So if intelligent person make the kitchen better and they eat, cook themselves and eat them. So und die intelligenten Leute, die werden sich eine Küche einrichten, um selbst zu kochen für sich und dann das zu essen. So this way Grihastha Ashram works. So auf diese Weise funktioniert der Grihastha Ashram. Why Grihastha Ashram how to peaceful? Wie, warum ist der Grihastha Ashram da? Er muss auf jeden Fall friedvoll, friedlich sein. Not that this is my goal of life to change the ladies and change these boys and change the girls. So, das ist nicht, dass das mein Lebensziel ist, einfach die Frauen oder die Jungen immer zu wechseln, ne, immer eine andere zu haben. If I have a desire for a spiritual life, I want to balance material life first, that I have no disturbance. So, if I am sick, I cannot think. So, wenn ich spirituelles Leben leben möchte, dann muss ich erstmal mein materielles Leben gut organisieren, dass ich davon nicht Störung habe. Wenn ich zum Beispiel krank bin, was kann ich tun? Nichts. If my senses is in some requirement, I cannot think for a spiritual, what is soul and what is to increase the goal of my life. Wenn meine Sinne so mich fordern und herausfordern, dann habe ich überhaupt keine Zeit, dann ist es mir gar nicht möglich nachzudenken über mein spirituelles Leben und über das, was dort eigentlich mein Weg ist. It's all wasting time. Das ist ein Sickness, the sense requirements, these are the diversion in my life for the goal. So, und das ist, letztlich ist es dann eine Zeitverschwendung, weil die Sinne oder Krankheiten, die nehmen ja unsere Zeit und die können letztlich mein spirituelles Ziel blockieren. This is not my goal. Das ist nicht mein Ziel. Fix it. Also ordne es. I was also sick 10 years before. Ich war auch krank vor 10 Jahren. Now I'm not sick. Nun bin ich nicht krank. Because I have to go for my goal. Weil ich muss einfach meinem Ziel entgegengehen. How I will get these circumstances again in my life if I waste my time for only material sickness or material things? So, wie könnte ich mein Leben ordnen, wenn ich einfach nur mich um diese materiellen Dinge kümmere, also auch die Krankheit, wenn ich da stehen bleibe? But we have to clear what is material life and what is the spiritual life. Aber wir müssen das klar haben. Was ist das materielle Leben, die materielle Seite des Lebens und was die spirituelle? Understand? Versteht ihr das? Mahaprabhu recommend both. Mahaprabhu forderte beides. Right? Richtig? Yes? Mm-hmm. Yeah. Not become unbalanced. Sei nicht aus der Balance. I remember, I want to say, really, I went to the Hungary and I went in the church. Ich muss euch das sagen, also ganz ehrlich, also ich war in Ungarn einmal und ich bin da in die Kirche gegangen. And I see one picture. Und ich sah da ein Bild. One angel has a key in the hand. Da war ein Engel, der hatte einen Schlüssel in der Hand. And one angel left side is he has a balance. Und auf der anderen Seite war ein anderer Engel und er hatte so eine Waage. And in the top there was the fly, some bird picture. Bird. Und ganz oben war ein Bild von einem Vogel. Flying. Der flog. Understand? Versteht ihr das? The key we have no, then you cannot enter in your car. So, wenn du den Schlüssel nicht hast, kannst du nicht mal mit deinem Auto fahren.
if you have no key, wenn du keinen Schlüssel hast, you don't understand difference between material and spiritual, you cannot know this bird. Wenn du den Schlüssel nicht hast für dein Leben, dann wirst du sozusagen das Geheimnis um diesen Vogel nicht ergründen können. You don't understand the spiritual life. Du verstehst dann nicht das spirituelle Leben. This is the key, my dear. Das ist der Schlüssel, mein Lieber, meine Lieben. To know yourself. Um dich selbst that zu kennen. That one day you will fly from here. Um dich selbst zu kennen, dass du eines Tages von hier wegfliegen wirst. This is the fix that I have to fly from this body. Und das ist sozusagen, was ich ordnen muss, dass ich eben von diesem Körper fliegen, wegfliegen kann. Das steht fest. Bitte? Das steht fest. Ja, das steht fest. So, if only by knowing you become balanced in your life. So einfach durch das Wissen kannst du diese Balance im Leben finden. Unbalancedness will finish, I'm telling you. Und dann wird das Unbalanciertsein einfach auch ein Ende haben. You will not be sick. Dann wirst du auch nicht krank sein. Because you are not body. Weil du bist ja nicht der Körper. You are not be crazy for the senses. Und dann wirst du auch nicht verrückt durch die Sinne sein. Because you are not senses. Weil du bist ja dann nicht mehr die Sinne. Your all doubts will go because you will fall in love. Deine Zweifel. Swamini or Krishna. Deine Zweifel werden gehen, weil du wirst in Liebe fallen. Also wirst dich verlieben in Swamini, in Radhika oder in Krishna. Krishna. Yeah. You want to be always with him. This is Chaitanya. Du möchtest immer dann mit denen zusammen sein und das ist Chaitanya. Your consciousness is Chaitanya, my dear. Dein Bewusstsein, das ist Chaitanya, meine Lieben. Anyway, the goal is to be conscious, Chaitanya. Ja, und das ist auch das Ziel, bewusst zu sein, Chaitanya. If I'm doing any material thing and I'm conscious, then I'm with Chaitanya. Wenn ich alle möglichen materiellen Dinge, die ich auch tun mag, aber ich bin bewusst, dann bin ich Chaitanya. Eben, bewusst. Right? So, both we have to balance. So, wir müssen von beidem die Balance finden. Unbalanced, we are unbalanced. We are judging others, not judging myself, because we not see that I have to fly from this body, and we are a bird. Also, we are a soul. Also wir sind außerhalb unserer Balance, aber es fällt uns ungeheuer leicht, andere zu beurteilen, zu verurteilen, aber nicht uns selbst dabei zu sehen, dass wir ja dieser Vogel sind, der eines Tages fliegen soll. Zweite. Furthermore, it is the duty of Raghunandana to always engage in Lord Krishna's service. Yeah. He has no other intention but the service of Lord Krishna. Yes, different class. Sannyasis. So, das ist jetzt wieder Brahmacharis. Was. Das sind verschiedene Klassen, Brahmachari, Sannyasi. They have no other duty. Die haben halt auch verschiedene Aufgaben. If they think material, they are not doing duty. Wenn die materiell denken, dann tun sie gar nicht ihre Pflicht. Their duty only what? To be fixed with in the service of the Lord. So ihre Aufgabe ist ja die, wirklich fest zu sein, fest verbunden zu sein in ihrer Pflicht zum Herrn. Right. And when this practice mature, you are that. If not mature, I know mature, I am in preparation. When I will mature in my service, fixed every moment, I am that. But I am preparing for that.
So, wenn ich dann erstmal reif bin in meinem Dienst, dann bin ich sozusagen an diesem Punkt angekommen. Aber es gibt halt auch den Zustand der Vorbereitung, des Vorbereitens, um aber diese Reife zu erlangen. Understand my brothers? Versteht ihr das, meine Geschwister? That thing. Yeah. Third one. Radha. Sri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Narahari, I wish you to remain here with my devotees. In this way, the three of you should always execute these three duties for the service of the Lord. In the service, everything is required. Im Dienste des Herrn ist ja vieles gefordert. And they should live together. Deswegen sollen sie zusammenleben. No need to conflict in between. Es gibt gar keinen Grund, da einen Konflikt zu kreieren unter den dreien. Gurudev give instruction to different person, different way. Gurudev gibt Unterweisungen verschiedenen Personen für verschiedene Wege. Why? Because he see inside the person. Warum? Weil er kann die Person in ihrem Inneren sehen. He can look in his consciousness and he gives him like that advice. Und er kann halt innerhalb dieser Person ausmachen und erkennen, welche Art von Dienst sie braucht. I see my experience in life. Das ist genau meine Erfahrung in meinem Leben. When I took sannyas, als ich Sannyas annahm, I see all Gurudev disciples, they are doing business and doing some money collection and managing nicely. Und ich sah Gurudevs Schüler, die haben da alle irgendwie, die waren sehr aktiv und agil und haben also gemanagt, Geld organisiert und ich habe das gesehen. So I asked from him. Und da habe ich ihn gefragt. Please. Bitte. Say me how to do business. Sag mir, wie ich das tun soll. You teach to everyone. You know, you do like this, like a stepson. You, why not you teach me how to do business, to collect money and manage my temple. So, du hast denen das allen beigebracht und gezeigt, wie die das machen, wie sie Geld verdienen, managen und einen Tempel organisieren. Und ich bin ja auch sowieso dein Stiefsohn, warum bringst du mir das nicht bei? What he said to me. Was hat er dann gesagt? Not for you. Das ist nicht für dich. You only preach. Du wirst nur predigen. I say, Gurudev. Und ich sagte, Gurudev. Without money, nothing can arrange. Ohne Geld kann man überhaupt nichts organisieren. Kann man nichts zustande bringen. You don't know. Do this. You will see. Du verstehst es nicht. Mach's einfach. And really. Und wirklich. It happens. Es geschah. No, I don't need. Really, this happened. Everyone is ready to give me. I don't want because too much headache. Ja, und wirklich, alle sind bereit, mir was zu geben und ich muss mich da gar nicht kümmern, weil das wäre für mich viel zu viel Kopfschmerz. I need the blessing and love for them. I don't need. Und ich brauche einfach nur den Segen und die Liebe und mehr brauche ich gar nicht. So we have to believe in the words of the spiritual master. So wir müssen in die Worte des geistigen Meisters ein tiefes Vertrauen haben. Mahaprabhu give instruction and who follows there is the goal. Und Mahaprabhu der gab die Unterweisung und dem zu folgen, dort ist das Ziel. One more I give you my experience of life. Ich gebe euch noch eine weitere Erfahrung aus meinem Leben. With my Diksha Guru. Mit meinem Diksha Guru. I was in beginning when I took Diksha from him. I start chanting one leg, chanting Japa. Als ich angefangen habe, also mit meinem Diksha Guru, als ich begann, dann habe ich 64 Runden gechantet jeden Tag.
And it again go down. Aber dann wurde es wieder weniger. Then I say, Gurudev, I cannot chant. Und dann war ich bei meinem Gurudev und habe ihn gefragt, ich kann überhaupt nicht chanten. Sit down. Setz dich mal hin. I will chant for you. Ich werde für dich chanten. You will chant for me? Was? Du willst für mich chanten? I surprised that time. Da war ich sehr überrascht in dem Moment. After some time. Nach einiger Zeit. I see really he is chanting. Sah ich, der chantet wirklich. And I'm feeling. Und ich fühle mich gut. You will ask how? Jetzt fragt man sich, wieso. When Namabhas is happening in our life, then we are chanting. Wenn Namabhas stattfindet in unserem Leben, dann chanten wir. Because we are trying to do. We are trying to. Weil wir wollen es tun. But wir without no interest, we try. Ja, wir wollen es tun. Irgendwie wollen wir es machen, aber ohne wirkliches Interesse. And when mercy start flowing in our life, then it start happening. Then who is doing? When it's happening, then who is doing? He is doing. So, aber, aber wenn die Barmherzigkeit fließt, dann geht es auf einmal ganz leicht. Und wer tut das? Wodurch ist das? Das ist durch ihn, also den Guru. So, if Ashray liye jaan Krishna bhaje, Krishna nahi taje, or some mare akaran, means who has really took the shelter of his spiritual master, and he never deviate from that world. So, also die, wer wirklich in den Schutz des geistigen Meisters hineingeht und nicht von diesem Schutz, aus diesem Schutz herausgeht, von diesem Pfad abweicht. Krishna cannot leave that person. The Supreme Lord cannot leave that person because he took shelter of his spiritual master. Diese Person wird von Krishna niemals verlassen werden. Der kann den überhaupt nicht verlassen, eben weil der Zuflucht gesucht hat bei dem spirituellen Meister. Is Chaitan Chaitamrita. He cannot leave because he is in the shelter of the spiritual master. Das sind die Worte des Chaitanya Chaitamrita. Krishna kann den nicht verlassen, weil er ist ja im Schutz seines Gurus. And others, they die and they born useless. Und andere, die sterben, die werden wieder geboren. Aber es ohne Nutzen. No meaning of their birth and no meaning of their death. Deren neuere Geburt hat gar keine Bedeutung und ihr Tod auch nicht. If there is no full shelter in a spiritual master. Wenn da kein Schutz ist, keine Zuflucht beim geistigen Meister. Because he cannot reach up to the highest goal. Weil er kann das höchste Ziel nicht erreichen. He cannot feel that mercy. Der kann diese Barmherzigkeit nicht spüren. We don't need to take birth. Wir müssen keine Geburt nehmen, keine neue. Everything is happening in this life. Alles kann in diesem Leben geschehen. More? Yes. Okay. So, the next. Out of his causeless mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu. You see, out of, again repeat. Out of his causeless mercy. You understand? Versteht ihr das? Also aus seiner grundlosen Barmherzigkeit heraus. Causeless. Grundlos. No cause, no reason for that. Kein Grund, kein, es gibt keinen Hintergrund, keine Begründung dafür. No reason for that. No. It's a causeless. Es ist einfach grundlos. It's a mercy, it's a causeless. Es ist barmherzig. What is the reason, you don't know.
Das ist, ist Barmherzigkeit. Was ist eigentlich der Grund? Weißt du nicht. Keine Ahnung. Keiner weiß es. You are foolish, so this mercy can come. You are very intelligent, then mercy can come. It's a causeless. No qualification. So du bist ein Dummkopf und die Barmherzigkeit kommt zu dir. Du bist hochintelligent und sie kommt zu dir. Das gibt keinen besonderen Grund. No God. Nitya Siddha Krishna Prem. Nitya and Siddha Krishna Prem. Is a net is always and siddha perfect sadhaka bunai. Nitya siddha Krishna Prem sadhaka bunai. There is no any system for achieving that. So das ist etwas, das immer ist, das ist immerwährend und es ist Perfect. Immer vollkommen. Und es ist ein System, was in sich sozusagen seine eigene Vollkommenheit hat und es braucht keine Begründung und die hat es auch nicht. Causeless, when mercy will come, it will happen everything. You no need any qualification, no need nothing for that. Und wenn die Barmherzigkeit zu dir kommt, dann ist es überhaupt nicht notwendig, dass du irgendeine besondere Qualifikation hast, besondere Eigenschaften, es ist einfach nicht notwendig. Die Barmherzigkeit kommt und alles fließt. Any qualification is my ego, and that is the hindrance in devotion. So, meine einzige Qualifikation ist mein Ego. Und das behindert ganz genau und exakt mein spirituelles Leben. You see, Mahaprabhu say, I'm not Brahman, not Vaishya, not Sudra, not... Was sagt Mahaprabhu? Na, ich bin kein Brahmane, kein Shudra, kein Vaishya. No Sannyasi. Auch kein Sannyasi. No, Grihastha. Auch nicht Grihastha. He was Sannyasi. Er war ja Sannyasi, no? He was a Brahmin. Und er war But ein he Brahmane. Said, no, I am not this. Aber der sagt, nein, ich bin das nicht. Why? Deshalb. This is the way only. Das ist doch nur der Weg. We have to know my identity, what I am. Wir müssen doch unsere Identität wahrnehmen und erkennen, wer ich bin. What he said? I am Dasanu, Dasanu, Dasanu. Und was sagt er? Ich bin ein Diener des Dieners des Dieners. Of Radhikas. Von Radhikas. Huh? What? Das. Yeah, you see? Of Radhikas servant. Der Diener von Radharani. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Suddha Chitta. We have to become pure heart, pure Suddha. So, wir müssen Shuddha werden, das bedeutet no. rein, rein im Herzen. Gold is gold when it's pure. Gold ist erst dann Gold, wenn es rein ist. When it's mixed with some other metal, it's not gold. Wenn es vermischt ist mit anderen Metallen, dann ist es nicht reines Gold. If I have other material desire, it's mixed with gold, it's not pure gold. So, wenn ich noch andere materielle Wünsche habe, dann ist das einfach wie so gemischtes Gold, ist nicht ein reines Gold. So the chit is a purity. Is living in that, no other business. Sudachita, das bedeutet ein ganz reines Bewusstsein, kein anderes Interesse, nur darin leben. Sudachita only is necessary. Cheto darpanam marjanam. Why Mahaprabhu say? Because of Sudachita. We can margin, we have to margin. So dieses reine Bewusstsein, das ist es, worum es geht. Und Chaitanya Mahaprabhu hat ja in seinem Shikshastakam vieles gesagt. Warum eigentlich? Weil es geht genau darum, um das reine Bewusstsein. Sramanadi, by listening. Und zwar durch das Hören. There are different type of listening. Es gibt verschiedene Arten des Hörens. I'm listening and I'm cutting that. Ich höre zu, aber zerschneide es gleich. I no accept that. Weil ich es nicht akzeptiere. I'm sitting here, but mind is outside. Oder ich sitze hier und mein Verstand ist irgendwo draußen. And one listening, I'm listening to doing my life. Und das andere ist eben das Zuhören, sozusagen aus vollem Leben heraus. Shuddha chit, when shuddha chit is happening, we listen to accept to practice in my life. Und wenn Shuddha chitti, also reines Bewusstsein da ist, dann heißt es, wir hören, um es anzunehmen, wir akzeptieren es, um es in unserem Leben anzuwenden. Sravanadi, when I listen,
then ear start drinking, eyes start talking. So Shravanam bedeutet, dass mein Ohr beginnt zu trinken und meine Augen beginnen zu sprechen. Karai Udai, like a sunrise, the. Es ist wie ein Sonnenaufgang. Krishna Prema is rising. Automatic is happening. Die Krishna Prema, die geht auf. Und das ist etwas, das passiert automatisch. It will rise. It's the nature of the soul to rise the love. It's the nature, divine love. Es ist die Natur der Seele, dass sie liebt. Göttliche Liebe in ihr erwacht. You no need to effort for that. So the chit is to try to do. So and everything will be automatic will rise and happen. So da muss man jetzt überhaupt nichts Besonderes dafür machen. Es braucht einfach nur dieses reine Bewusstsein. Und alles kommt dann von allein, von selbst. Pure goal. We have to be one. Ein Ziel. If you are in the family life, you do half-half, no problem. But you do honestly material job, and goal is this, how to develop my spiritual life. So, wenn du im materiellen Leben lebst, im Grihastha, im Familienleben, dann tust du beide Sachen. Aber ordne sie und in der Balance. Aber verliere nicht dein spirituelles Ziel, denn das ist es, worum es geht. Das behalte im Auge. Give time for material thing to other time, to total time I will use for my spiritual. I want to not want to disturb with that in that time. So, also nimm dir auch die Zeit für die materiellen Dinge in deinem Leben, aber nimm dir auch die Zeit, ganz sicher auch die Zeit für die spirituellen Dinge in deinem Leben. Mahaprabhu not stop that you don't do material things. Mahaprabhu hat jetzt nicht gesagt, die sollen überhaupt nichts Materielles tun. You use your toilet, you use the normal life, but other time you fixed in a spiritual God. So, er hat genau gesagt, du musst halt diese Dinge tun, die zum materiellen Leben gehören. Das machst du auf der einen Seite, aber andererseits musst du auch fest verankert sein in dem spirituellen Leben und auch dir diese Zeit dafür nehmen. That is a Shuddha-Chit. You have to pure yourself. Und das ist Shuddha-Chitta. Das ist ein reines Bewusstsein. Das, diese beiden Dinge. No? Purity is myself. I have to watch it, watchful, that how much I am using for what. Also Reinheit ist ja meine eigene Aufgabe. Ich muss herausfinden und beobachten und kontrollieren, was tue ich wofür. I'm honest or not honest with myself. Bin ich ehrlich mit mir selbst oder nicht? Radhe, Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe, Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe, Radhe Govinda, Govinda. Gestern
We share from Bhagavat, Srimad Bhagavatam. Haben wir aus dem Srimad Bhagavatam gehört? And the main subject. Und das Hauptthema. In all Vedic literature. In aller vedischen Literatur. Theme is three words. Sind drei. Three words. Drei Worte. Sambandha, Avideha and Prayojan. Das sind diese drei Worte: Sambandha, Avideha, Prayojana. This all books is based on this. All die Bücher basieren darauf. Relationship. Beziehung. How to know yourself and live in that identity. Wie du dich selbst erkennen kannst und in dieser Identität lebst. And that is the what is the way goal of your life. Und what is to do. Und das Dritte, was ist das Ziel deines Lebens und was gilt es dafür zu tun? And from where we are doing, we have to judge. Spiritually means Abhideha is a Rupa Goswami. So, und von wo wir jetzt dort beginnen, das müssen wir herausfinden. Abhideha, das hat Rupa Goswami erklärt. He's our Acharya of Abhideha. Das ist unser Acharya für das Abhideha. Sambandha teaching by Sanatan Goswami. Sambandha hat Sanatan Goswami gelehrt. And Raghunath Das Goswami is telling about Prayojana. Und Raghunath Das Goswami hat über Prayojana gesprochen. So what we are Rupa Anuga, we say Rupa Anuga. So what is meaning of Rupa? So wir sagen, wir sind Rupa Anuga, aber was heißt denn das eigentlich genau? Rupa Anuga, who stay in their identity. Das ist der, der in der Identität sich befindet. A spiritual identity, and from there he develop relation. Und dass er von in einer spirituellen Identität sich bewusst ist, von da aus seine Beziehungen begründet. You will say, what identity? Aber welche Identität magst du fragen? I say you one example. Ich erzähle euch ein Beispiel. Of Jesus. Von Jesus. He was in a spiritual identity or material identity? War der in einer spirituellen Identität, in einem spirituellen Bewusstsein oder materiellen? What identity? Welche Identität? Son identity. Im Verständnis des eines Sohnes. That is spiritual identity. Das ist eine spirituelle Identität. You understand that? Versteht ihr das? To develop relation, you need identity. Light cannot make relation. Und um eine Identität zu entwickeln, brauchst du eine Beziehung. Das Licht macht nicht deine Identität aus. There are three lights. Wir haben hier drei Lampen drin. Maybe 10 years they are burning. Na, und wenn, lass but die, no relation. Lass die alle brennen. Aber das macht keine Beziehung aus. Right? Richtig. But I have relation with Keshava. Aber ich habe eine Beziehung mit Gokeshava. I don't see him from long time, but I have a relation. Ich habe ihn lange Zeit nicht gesehen, aber wir haben eine Beziehung. Right? I have relation. Na, Beziehung. Why? Warum? Because we fixed our identity in relationship. Weil wir unsere Identität, unsere eigene Identität durch Beziehungen begründen. Right? If I know fixed my identity, I cannot develop relation. It's a physical relation. And when I want to develop a spiritual relation, we have to fix a spiritual identity. So, wenn ich keine eigene Identität habe, bin ich überhaupt nicht beziehungsfähig. Ich kann sie nicht aufbauen. Und für das Spirituelle gilt genau das Gleiche. And then you can see, without a spiritual identity, you cannot see spiritual. Und dann erst kannst du sehen, aber ohne spirituelle Identität kannst du das gar nicht sehen. Understand? Versteht ihr das? This is our sadhana, this is for bhajan we do. Das ist unser Sadhana, deswegen singen wir oder tun wir den Bhajan. And this only can come by Guru Kripa. Und das kann nur einzig und allein durch die Gnade des Gurus stattfinden. Kripa? I hate Kripa. It is a causeless. When and what circumstances it will come, you have to wait and watch for. Für die Barmherzigkeit ist es jetzt völlig unerheblich, wann und wie sie kommt. Aber wir müssen darauf warten und danach sehen. And this can go
in this way divine relation. Und das kann auch in einer göttlichen Beziehung genauso gehen. Now, one Chaitanya Mahaprabhu today. So one thing I want to say. So eins, also wo wir heute nun über Chaitanya Mahaprabhu hören, möchte ich eins noch sagen. There are Visamsneha. Visamsneha, Samsneha and Adiksneha. So, er spricht jetzt über verschiedene Ebenen der Beziehung, der spirituellen. Visamsneha, who likes more to God, more Krishna, they are Visamsneha. Visamsneha bedeutet, sich auf Krishna zu konzentrieren, mit ihm die Beziehung zu haben. Only they talk about Krishna. Und die reden nur über Krishna. Talk about God. Sie reden über Gott. In that process, they want to know about God. Und in diesem, auf diesem Weg möchten sie alles über Gott wissen. Some doubts are coming. Again, they are trying. When again doubts are coming, again trying to clear that. And more knowledge is growing up and up. Und dann kommen Zweifel auf und dann versuchen sie, die Zweifel zu klären. Neue Zweifel kommen, sie wollen sie wieder klären. Auf diese Weise geht das immer weiter. Then, when Krishna mercy and Guru Kripa happens, then we become samsneha. So, aber wenn dann die Gnade von Krishna und des Gurus da ist, dann ereignet sich oder dann kommt es zu samsneha. Samsneha, there, see, oh, Krishna and Radha. Das bedeutet dann, dass zu Krishna auch Radha dazukommt. What about Radhika? So, was sagt Krishna man? Is showing Radhika. Because Mam Ekam, this is Ekam of Krishna. So, das, wer ist nun Radhika? Was kann man dazu sagen? Sie, das ist sozusagen, sie ist nicht getrennt von Krishna. Er ist, es ist sozusagen er selbst. Nee, dann das ist falsch. Huh? This is wrong translation. So. What? Mam Ekam, this is this verse 1866. Das weiß ich. Er sagt, said, she is himself. Sie ist seine Einzige. Sie ist seine Einzige. Nicht. Sorry, but... Naja, das ist... Mom may come, my one. Ja, meine. My sie one. Ist, sie ist die meine, die eine. Mhm. Aber sie ist nicht er oder so. Ja, das ist es natürlich auch nicht, wie auch Chaitanya Mahaprabhu, wo auch eine eigene Identität hat. Das ist doch schon klar. Ja. So, my one. Meine. One Radhika. Then we see Krishna Radhika. Und dann sehen wir, in diesem Moment sehen wir Krishna und Radhika. And Adiksneha, they took the scepter of Radhika. They are Adiksneha. So, und dann Adiksneha, der nächste, die suchen den Schutz bei Radhika. Die Zuflucht. And only they want to serve Radhika. Und sie wollen auch nur Radhika dienen. That means they only want to love Krishna. Und das bedeutet aber auch, dass sie Krishna lieben möchten. They stop their knowledge. Das Wissen. They surrender totally. They, when they totally surrender, they become Adiksneha. They stop. So, das heißt, das ist, für sie ist auch das Wissen nicht mehr wichtig. Na? Sie geben sich einfach nur vollkommen hin. And they follow how to learn to serve and love. Und sie, service is the main thing. Service, without service, there is no way. And how to develop my relation with Lord. So, und die geben sich einfach nur dem Dienst hin, ganz und gar, ohne jetzt noch besonderes Wissen zu suchen. Und es geht eigentlich nur darum, wie kann ich meine Liebe, meinen Dienst zu dem Herrn entwickeln. Now, you see in Chaitanya. So, das, du siehst das in Chaitanya. Is the same. Das ist das Gleiche. One, who is Visamsneha, he see Krishna in Chaitanya. So, manche, die sehen den Krishna in Chaitanya. Some see Radha Krishna in Chaitanya. Manche sehen Radha und Krishna in Chaitanya. And some see Radhika in Chaitanya. Manche sehen Radhika in Chaitanya. Understand?
Versteht ihr das? How you your consciousness and how you develop your sadhana, that's the thing. You can see that way. So, wie du dein Sadhana entwickelst, ne, daran liegt es also zu erfahren, wie du das sehen wirst. But who is, you know, Mahaprabhu recommended Rai Ramananda Sambhad three relations. So, in dem Ramananda Sambhad hat Mahaprabhu über drei Dinge gesprochen. One is the friendship. Das eine ist die Freundschaft. One is the paternal love, son and father. Eine ist die sozusagen die ewige Liebe wie Sohn und Vater. And conjugal love. Und dann ist es die eheliche Liebe. You know, three love, three relations. Also drei Beziehungen, drei verschiedene Arten der Liebe. Then one person asks, I like Krishna. Yes. If I am Visamsneha, I like only Krishna, where I can go? So, und dann fragte eben jemand, aber ich liebe nur Krishna, ich habe eine Beziehung zu ihm, wo gehe ich dahin? I can go with the friend of Krishna. Ich kann mit den Freunden von Krishna dann zusammen sein. Or we can go up to Yashoda Ma. Oder zu Yashoda Ma, zu Mutter Yashoda. Right. Krishna's friend, how much area they can go? Ne, so mit Krishnas Freunde, ne, die haben halt auch ihren Raum und dort kann man sein. A gopis area to steal some butter. So, oder dort im Bereich der Gopis, um Butter zu stehlen. With Krishna? Mit Krishna. This is the jurisdiction. But if you have a desire to know more higher, then what is to do? So, aber wenn du nun den Wunsch hast, noch mehr zu erfahren, was ist dann zu tun? Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe, 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 Govinda, Govinda, Radhe. Then without understanding fully, surrender to Chaitanya, to be fixed in my spiritual identity, we cannot enter in to take the shelter of Chaitanya to understand him. So, und ohne uns ganz und gar Chaitanya Mahaprabhu hinzugeben, können wir gar nicht in diesen Schutzraum eintreten, um ihn zu verstehen. That's the point. Das ist der Punkt. Then we will say only Krishna to him, Chaitanya. We cannot say that he is Radhika. So, dann können wir auch gar nicht erkennen, dass er auch Radhika ist und nicht nur Krishna. But Krishna is where not? In all living entity, Krishna is living or not? Aber ist Krishna in allen Lebewesen oder nicht? He is not there inside. Ist er denn nicht da drin, yes, in allen Lebewesen? Why not? When he can live in us, why not inside Radhika? Und wenn er in uns not very important leben kann, warum denn dann nicht auch in Radhika? Das ist jetzt nichts Besonderes. Not very this is important that Mahaprabhu is Radhika. Das ist bedeutsam, dass Mahaprabhu auch Radhika ist, sozusagen im Außen. And Radhika is a goddess of love. She come to teach us love. Easiest understanding is a love way. Und Radhika, sie ist die Göttin der Liebe. Ihre ganze Lehre ist einfach nur die Liebe. Daher kommt sie. Deswegen kommt sie, um Liebe zu lehren. This is the mercy. Das ist die Gnade. In this Kali Yuga, ghor Kali Yuga, we cannot do any tapa. No, we have a 1,000 years. Age to go and tapa, 100 years to sit and sadhana. Only the grace of mercy, of love can change our life. So im Kali Yuga haben wir überhaupt nicht die Möglichkeit, Tapasya, Entsagung auszuführen. Also wie es das gab für 1,000 Jahre. Wir leben ja gerade mal 100 Jahre. Nein, ohne die Gnade, ohne die Barmherzigkeit könnten wir uns nicht ändern. Könnte sich in uns nichts verändern.
This is the mercy of our Guru Varga. He brings to give us this method. Das ist die Gnade unserer Guru Varga und der Schülernachfolge, der Reihe der Meister, die sie uns geben. Danke. Any mistake, excuse me. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, entschuldige das bitte. Hare Krishna. Radhe, Radhe. Yeah. Any questions? Gibt es Fragen? Is okay. Any question? Because you speak about Radharani, the goddess of love. In the mundane platform is also love, but is this also related to Srimati Radharani? Any love is coming from Radhika. Jegliche Liebe kommt von Radhika. Weil er hat gefragt, er hat nämlich gefragt, ob die Liebe, die man also auf der weltlichen Ebene empfindet, irgendwie auch mit Radharani verbunden ist. Und dann sagt er, ja, alle Liebe kommt von Radha. In any, even animals, birds. Auch in den Tieren, den Vögeln. Ignorant. Any place you see. Jeden Ort, den du siehst. All the flow of love is coming. She is the center point of love. Es ist alle Liebe, die du überhaupt sehen kannst, sie ist das Zentrum dieser Liebe und der Ausgangspunkt. Whose empire is bigger, you know? Whose empire is bigger? Wessen Reich, ne, ist größer? Love empire is bigger than the empire of the God. So, das Liebesimperium oder das von Gott? If you don't understand, I explain you. They cannot understand God, the animals, birds and trees, they don't know about God. Wenn man das nicht versteht, ich kann es erklären, die Tiere, all die kennen Gott nicht. Right? Ja, richtig. Only human. Nur die Menschen. And even 40% is atheist. Und trotzdem sind noch 40% Atheisten. And you connect all God together from the all religion. So, wenn together. Wenn du jetzt mal alle die Gläubigen sozusagen, die an Gott glauben, zusammentust aus one allen God. Religionen. You make one together. Ne, die an einen Gott glauben, alle zusammen. After then 40% is atheist. Und dann davon sind noch 40% Atheisten. And only human can understand. Und nur Menschen können das verstehen. And here everyone understand. Und jeder versteht das. So anything what we can give to the God with love. Und alles was wir geben können mit Liebe, das kommt von Gott. This is ecstasy, Aladini Shakti, happiness of a divine ecstasy is Radhika. So, das ist die Ekstase, die Ladini Shakti, das ist die vollkommene Ekstase der Liebe. Das ist Radhika. By her service you can give to Krishna, to God. Und durch den Dienst zu ihr kann man eben etwas, also seinen Dienst Krishna geben. He pleased only with this. Und er ist zufrieden, glücklich nur dadurch, also dass er der Dienst über Radharani geht. When this understanding coming in our life is a Guru Kripa, Mahajan, Parampara, this is practicing, you see, all the great followers of the spiritual conscious people, they are in the practice of that. So, wenn das geschieht, das ist die Gnade des Gurus und all die Menschen, die ein spirituelles Leben praktizieren, das ist für alle, es ist das Gleiche. Sie Prabhupada, see all our Guru Vargas, unsere ganze Bhakti Siddhanta, unsere Gurus, Bhakti Siddhanta, our Gurudeva,
unseren Gurudev. How much is love? Wie viel Liebe haben die? You feel like a friend to him. Man fühlt sich wie ein, wie eher ein Freund mit ihm. Love. He don't show that he's any opulence. This. That love exchange is the great thing. You will miss in life, my dear. Er zeigt überhaupt nicht, dass er so eine große Persönlichkeit ist, sondern es ist einfach nur Liebe. Und das ist, was man vermisst im Leben. This learning can only come by his love and surrender of that love. Und das Lernen zu diesen Themen, das kommt einfach nur durch die Liebe und die Hingabe zu ihm, in Liebe. Is every moment of practice. It's not that one hour I will practice, then I will do it, and then happen. We have to live in that consciousness that I am always in your service, Lord. So, und das, man muss in diesem Bewusstsein leben, dass man immer in dem Dienst zum Guru ist. Das geht nicht so, dass man sagt, so jetzt mache ich das mal eine Stunde und dann mache ich was anderes. Es muss unentwegt sein. Gurudev, I want to follow you. I want to like become like you. I want to serve you to learn that. Gurudev, ich möchte dir folgen, ich möchte dir dienen, so wie du selber dienst. Und so auf diese Weise möchte ich Radharani dienen. Jai Nitai, Jai Gaur.